Meister. Guck mal hier. Hm? Katastrophe, Alter. Ich bin schon wieder auf Gummibären. Willst du auch eins? Ja. Gönn dir mal eins. Bist du gut drauf heute? Ich bin gut drauf, ja. Ach, ich weiß nicht so ganz, ey. Ich bin auch gut drauf. Noch. Aber das Schlimme ist, ich habe in dem Video gesehen, dass um das es jetzt gleich geht. Da bin ich ganz schön fett, Alter. Und deswegen habe ich mir Schwarzbrot gekauft. Weil ich glaube, ich bin immer noch genauso fett wie letztes Jahr im Sommer. Wenn nicht noch fetter. Schlimm. Und jetzt hat hier der Mitarbeiter die Gummibären mitgebracht, weil er nämlich runter ist vom Zucker. Und hat mich damit angefüttert. Und ich kann so eine Tüte nicht aufmachen, ohne sie leer zu essen. Das geht nicht. Die wandert mir den ganzen Tag im Geist herum. In meinem Kopf ist die Tüte drin. Und wenn noch ein Gummibär drin ist, sagt mir das den ganzen Tag, Jan, da ist noch ein Gummibär drin. Das musst du aufessen. What? Sowas, egal. Also. Es geht um was ganz anderes. Und zwar, wir haben ja was ganz vergessen. Und zwar haben wir diese Woche mal wieder unsere Videosoße mal ein bisschen sortiert. Und dabei sind wir fündig geworden und haben ja festgestellt, oh ups, wir waren ja letztes Jahr in Ungarn am Balaton und haben ein Video produziert, also gefilmt. Ich hatte das halt so ein bisschen im Hintergrund oder so im Gedächtnis, dass es da irgendwie nicht so der Hit gewesen wäre, ne? Oder? Irgendwie war es komisch, weil wir haben, ja, weißt du, wir haben halt immer so einen Anspruch, auch mit, wir wollen ja immer fangen und es war da ja, wir haben was gefangen, aber jetzt irgendwie nicht so, das war nicht so der Oberknaller, ne? Und da haben wir das so ein bisschen auf die Seite geschoben, aber jetzt haben wir mal da reingeschaut ins Rohmaterial und haben festgestellt, auch so jetzt im Winter, ne, so alles gefroren und eisekalt draußen, ist es schon nice. Also wirklich, kann man sich geben. Ne? Also da habe ich gesagt, ey, da müssen wir jetzt, setz dich ran und schneide. Und der Meister hat jetzt daraus geschnitten und wir sind fertig, ne? Fertig. Genau, also sind echt krasse, geile Aufnahmen dabei. Ist ein Video, was ihr auch mal ein bisschen locker nehmen könnt, nicht so ernst und auch so mal einfach so. Ich glaube, man ist einfach mal so dabei. Ne? Man sieht es so im Sommer, was geht am Balaton, so mitten unter den Menschen. So auf der Insel. Ja, genau. Also das haben wir jetzt fertig geschnitten. Das Video seht ihr jetzt im Anschluss ans Intro. Und wie gesagt, wir haben auch ein paar Fisch gefangen, aber jetzt natürlich nicht den Balaton Bule. Doch, den haben wir auch gefangen. Müsst ihr euch anschauen. Genau. Also, Video kommt jetzt. Schaut euch an. Was gibt's noch? Ich wollte ganz kurz noch sagen... Oh, guck. Das war hier der Gummibärenzauber. Da muss man gleich noch eins draufnehmen. Genau. Also, wo ich noch drauf hinweisen wollte, wir haben gerade diese Messerabattaktion für die Messe Berlin noch laufen. Könnt ihr mal auf die Webseite schauen. Gibt ein paar Prozente bei Vorbestellern. Und die gleichen Preise gibt es auch am Stand. So, ich schiebe mir jetzt noch ein zweites Ding hinterher. Und dann viel Spaß beim Video. Ciao. Total verrückte Braun geht mit dem Trolley an den Balaton. So, Männer, sind wir da. Haben wir erstmal ein bisschen Pause, wie es alles nach Hause gegangen ist. Was hier kreucht und fleucht. Moin, Leute, ey. Hier. Also so ein Himmelfahrtskommando wie das hier habe ich noch nie erlebt. Ehrlich, ich habe alles erlebt, alles. Ich habe überall geangelt, aber das habe ich noch nicht erlebt. Also wir sind ja hier, haben wir ja gezeigt am Balaton, haben uns ja diese, ich hatte ja diese super Idee, da zu angeln, wo wir bei der IBCC dran vorbeigeangelt haben und auch Fische vermutet haben. Und wir haben gedacht, wir kommen hierher, ist kein Mensch da, wir können schön angeln. Alter, weißt du, was da abgeht? Da ist, das ganze Dorf ist da vorne am Angeln. Die angeln, früher haben ja die Ungarn, das sind ja alles liebe, wirklich liebe Leute, die tun ja auch keinem Menschen was hier. Aber die sind sowas von geschwätzig und am Wuseln,
Dieser ganze Dorfplatz ist da vorne auf dieser Kanzel versammelt und angelt auf Karpfen. Also ich habe heute Nacht wir haben halt Nacht nicht geangelt, ging nicht, alles belegt, alles voll mit Ruten, alles am Wuseln, am Labern, die haben die ganze Nacht durchgelabert. Ich habe nicht schlafen können, nur auf der Liege gelegen. Irgendwann hat es gebissen, 3-4 Mal, und die haben jeden von diesen Gummern, die sie da gefangen haben, neben meinem Kopf geschlachtet. Direkt neben mir, an der Liege, auf den Beton gelegt, das Ding hat da getanzt und dann hat es gemacht, Feierabend. Dann haben sie mit dem Eimer Wasser das Blut weggespült, genau neben meinem Kopf. Ich meine, mich stört nicht, wenn einer einen Karpfen schlachtet, das ist mir vollkommen egal, aber die sind mit ihren, die haben ja so Unterhose, der eine tanzt da den ganzen Tag in der Unterhose rum, der Lidl, und ich mach so die Augen auf und dann tanzt er da mit seiner Unterhose neben mir rum und schlachtet den Karpfen. Ich meine, dann fällt dir das erstmal so auf und das ist ja so rund um diesen See so. Das ist rund um den Teich. Um diesen ganzen Balaton rundherum sind nur Messer in der Hecke, überall. Und nur Rottpots. Da gibt's nichts anderes mehr außer Rottpots. Rundrum alles voll und alle haben Bollys dran und alle schlachten alles, was sie fangen. Also ich kann mir, also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass in dem, auch wenn das Ding 60.000 Hektar hat, dass in dem See irgendein Karpfen noch größer als mal 20 Kilo wird. Auf jeden Fall eine harte Nummer hier. Jetzt haben wir 1.000 Kilometer geschrubbt. Jetzt können wir ja nicht einfach sagen, jetzt fahren wir nach Hause. Ich bin heute Morgen aufgewacht um 5 Uhr da, nach einer halben Stunde Schlaf und hab gesagt, absolute Raketenwerferstimmung. Ich räume jetzt hier diese ganze Kanzel auf. Ich laufe jetzt mit der Brechstange so quer amok und schiebe das ganze Gelaber in den See. Aber das kannst du ja nicht bringen. Ne? Die sind ja auch wirklich nett. Ne? Die sagen dann guten Morgen, bringen dir dann noch Palinka. Da ist kein Platz. Da ist kein Platz. Da kam noch ein Onkel Otto heute Morgen an. Der sieht echt aus wie der Onkel Otto von der Werbung. Mit so einer Antenne oben und so einem Schnauzbart. Der sitzt jetzt genau mittendrin und wirft uns über alles oben drüber, wo wir auch angeln wollten. Oh Mann, Alter. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Jetzt müssen wir mal irgendwie das Beste draus machen. Jetzt kommt der Planet gleich raus. Brennt alles nieder. Hoffentlich verbrennt er die auch auf ihrem Platz da vorne, alle Mann. Aber die sehen sehr zäh aus. Ja, das Leben ist echt kein Zuckerschlecke diesmal. Ja, so ist das hier vom Wildcamperplatz. Die Welt doch schon ganz anders aus. Eben noch aggro im Bus und jetzt haben wir alles geregelt. Wir haben uns mit den anderen hier engagiert. Folgender Punkt ist es, die Jungs sind den ganzen Monat hier. Die haben hier eine Ferienwohnung und angeln hier immer. So, jetzt haben wir einfach mal abgecheckt, wie hier was läuft. Wir haben jetzt die Seite rechts und die haben die Seite links. Die sind jetzt weggegangen, wir passen auf den hier Tackle auf und wenn wir mal weggehen, passen die auf unser Tackle auf. So einfach geht's, ne? Keine Feindschaft. So, heute Morgen aufgewacht, total genervt. Heute Nacht werden wir die Liege einfach hier ein bisschen weiter den Weg hochstellen, dann haben wir Ruhe. Eben habe ich gefüttert, hat man ja schon gesehen. Ich habe mal 10 Kilo Tigernüsse und 10 Kilo Bollys da draußen zwischen unseren Bojen verteilt, die wir anwerfen können. Alles am Start. Kann gar nicht mehr viel schief gehen. Müssen nur noch ein paar Fische beißen. Jedenfalls wird hier wild durcheinander geangelt. Da hinten klopft einer auf Waller. Hier angeln sie auf Weißfisch, da auf Karpfen. Da hinten blinkert einer. Einer fährt mit dem Boot kreuz und quer, hat auch noch eine Rute am Start. Also hier ist eigentlich Welcome to the reality on Balaton. Unser Kollege hier angelt bis 10 Uhr, hat er gesagt. Dann können wir den Platz haben und so lange haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Alles fit, alles schick.
Ja, was geht ab, liebe Leute? Nix geht ab. Kein Fisch gefangen, null. Null Hub. Gar nichts bis jetzt. Also so, wir haben uns so ein richtiges Himmelfahrtskommando für euch gegeben. Mit allen, allen Lagen der Kunst. Nachts Chaos am Platz. Wie es geht hier so zu. Also ich habe ja mal so einen Vergleich gesucht, wie das so ist nachts hier. Nachts ist es so wie an der Mole. Ne? Wie irgendwo an der Mole an der Nordsee, wo alle Angler auf einem Punkt stehen und darum blinkern. Genau so ist es. Wir mittendrin mit unserem Besteck und wollen schlafen. Und keiner versteht uns. Und wir die auch nicht. Genau. So, also wir haben jetzt noch keinen Karpfen gefangen. Jetzt ist der Wind da, jetzt können wir auch draußen, da wo wir eigentlich anfangs geangelt haben, nicht mehr angeln. Das ist ja echt krass, das ist alles einfach nur so weggetrieben. Sieht überhaupt nicht so aus, aber da ist eine Unterströmung, das ist ja wieder das Thema. Und jetzt haben wir halt dickere Blei montiert, 240 Gramm, nicht mehr ganz so weit geworfen. Eine Route natürlich jetzt kurz hier an der Strömungskante, aber es soll ja morgen wieder weg sein. Ne? Der Wind nur heute, heute den ganzen Tag bis heute Abend. Heute den ganzen Tag Wind und dafür ist es nicht mehr so heiß, hat ja auch seinen Vorteil. Und wir ziehen es durch, oder? Was wollen wir machen? Wollen wir am Ende, ich weiß schon, was dabei rauskommt, vielleicht ein Video ohne Fisch. Dann ist es halt so, da gibt es ein bisschen kürzeres Video und die Badeinsel kriegt jetzt Windkante, Alter. Jetzt hebt der Einhorn ab, ey. Dann ist es so, wie es halt ist. Und, aber irgendwas müssen wir hier noch fangen. Auch wenn es irgendeine Scheiße ist, auf gut Deutsch gesagt, irgendwas, das können wir nicht machen. Können wir nicht ohne Fisch von diesem Ding weggehen, aber... Ey, der fährt mal einmal mit dem Brauns irgendwo hin. Einmal. Wir haben aber echt... Also wir haben auch halt echt gedacht... Weißt du, was ich mache, wenn es hier gar nichts wird? Der Wind weg ist, dann ziehe ich da auf die 250 Meter raus, die wir damals auch geangelt haben. Dann ziehe ich da mitten raus und da wette ich mit dir, da beißt irgend so ein Kollege. Hallo? Ja, schön. Hallo. Ja, so wird es gehen. Eins weiß ich, wenn das jetzt hier so ausgeht, wie es angefangen hat, dann hat mich dieser See nie wieder gesehen. Da ist hier für mich endgültig Schicht im Schacht. Männer, ich sag's euch, jetzt habe ich dieses Jahr, das ist der kleinste Karpfen, den ich dieses Jahr gefangen habe. Jetzt sind wir am größten See Europas und fangen den kleinsten Karpfen. Gestern war er noch ein bisschen größer, aber der hat jetzt hier so in der Sonne gelegen, der ist einfach eingedampft. Genau wie wir. Ja, ich habe schon 38 Kilo abgenommen. Zeigen wir mal hier unseren Record-Breaker hier. Da sind selbst die Ungarn nicht neidisch geworden auf uns. Hier. Und das kleine Vieh hat den ganzen Eimer Tigernüsse alleine gefressen und nicht mal einen Pfund zugenommen. Das ist schon so ein See hier, ich sag's euch. Und das ist kein abgeleichtes Vieh von irgendwo, sondern das ist eingesetzt, sowas. Und wird auch nie größer als ein Kilo, weil... Direkt danach kriegt es eine Keule gezeigt auf die Rübe. So, hier. Hä? Ist das was? 2000 Kilometer gefahren? Hä? Hat richtig gelohnt, hat sich das. Ja, aber ich rede mir jetzt einfach ein, das ist ein Ghostie oder so ein halbe Tuton oder ein Fully Scale oder irgendein markanter Riesenfisch aus dem Monstersee. Geil, oder? Bisschen größer dürfen sie schon sein. Aber lustig ist es auf jeden Fall. Also es war der größte hier auf dem Plateau. Ja. Das muss man mal sagen, mit Abstand.
zurück mit ihm. Put this nice big Balaton Bulle back in the water. Boah, er hat sogar Narben. Boah. Oh. Gerade hier schön gesessen unter dem Schirm und überlegt, wie wir hier das Elend noch rumbekommen. Es beißt ja gar nichts. Da hat es einen Zwinger hochgezogen, kurz. Der Fisch ist flussaufwärts geschwommen, weil hier ist ja Strömung wie am Fluss. Jetzt hängt ja sagenumwobene Balatonbuhle dran. Gucken, ob es ein großer Buhl ist. Von Chinese. Big Mama. Good fish for evening meal. Mini Ponty. Man sieht mal wieder, große Seen haben nicht immer nur auch große Fische parat. Desto größer der See, desto kleiner der Fisch. Das ist aber auch echt ausbaufähig, oder? War der Schmetterling größer, der im Netz war? Balaton Chinese ist gefangen. Balaton Lelle. Der Balaton Bulle in der Mittagshitze hat er uns unter dem Schirm hervorgequält. Sag mal 10, 11 Kilo, vielleicht 12. Ich freue mich. Ja, nach drei Tagen auf der Todesinsel mit schwersten Verbrennungen und Trocknungserscheinungen und Stangenfieber vor lauter Bikinis um uns rum sind die Fische auch noch eingerückt. Nachdem hier der Inselplatz mal etwas geräumt wurde von unseren ganzen Mitanglern, keiner mehr da, sind die Fische da. Wie als ob sie die Messer gerochen hätten. Ghosty Zeiler im extra dünnen Format. Könnten wir gerade in den Gartenteich setzen, gell? So einer mal mit 25 Kilo, hä? Drehen mal um.
Fish Hunter aus dem Westerwald. Den haben wir extra mitgenommen, um hier Big Fish an Land zu bringen. Nicht nur hier Brauns mit seinem Gurkenschwanzgetue da. Der Oldschool Big Fish Hunter Alex hat sich hier auf jede Route 230er draufgezogen und hat gesagt, so, nach guter alter Fritsch-Manier, gehabe ihn der Gott, liebe Gott wohl, mein alter Kumpel. So, jetzt mache ich mir hier einen gute Nachtknödel drauf. Da ist Ruhe hier. Ich will vor 7 Uhr morgen nichts hören. Tiefe Rinne, 8 Meter tief. Da hat der Alex gelotet und getestet und hat dann weiches Sediment entdeckt mit Zuckmückenlarven drin und Muschelfeldern. Dann hat sich das 330 Gramm Blei leicht angesaugt, das hat er dann nochmal angehoben, hat gesagt, genau diesen Anpressdruck muss es haben. Das ist der Big Fish Platz. Und es ist jetzt zweimal gelaufen und immer Big Fish. Wer fängt, hat recht. Der Pool. Wunderschön gekämpft und was soll ich sagen, ich freue mich schon wieder. Abenteuerurlaub mit Jan Brauns kann ich nur empfehlen. Ich habe schon auf ihn geschimpft. Ich sage, mit dir kann man ja nicht mehr in Urlaub fahren. Das ist immer eine Nullnummer, aber schön, toll. Hat echt Spaß gemacht. Erst im Dunkeln. Schönes langes Ding. Und wieder auf dieselbe Route. Und die Strömung geht gerade zurück, ja? Und die Strömung geht gerade zurück, ja. Überall Fallbisse. Geiles Ding. Zeig, dreh mal her mit dem Kopf. Wunderbare Drill. Und? Ja, super. Wird es noch mehr heute? Wird immer mehr. Geil. Was sagt denn der Ingo Warnke dazu, mit dass du hier alle dicken Fische mit deinem T-Shirt von ihm fängst? Ich das muss aber doch jetzt mal hier ein Päckchen Haken auf gratis geben, oder? Ja, mache ich auch so. Das Knotenmonster. Ich habe mir richtig die zwei Schnüre richtig mal miteinander verknotet. Aber kampfstark sind sie alle. Das muss man schon mal sagen. Aber schöner Fisch.
König der Kleinfischjäger sind wir hier. Langsam langt's mit dem Gummerngeher. Könnt doch mal hier so ein Ding hier mit 28 Kilo kommen hier in dem Format, nur dreimal so lang. Tschö. Maschine. Sieht ja alles hier wie so eine Scheiße. War bestimmt auch wieder ein besserer Fisch wieder gelaufen. Hier 300 Gramm wieder nicht ausgeklinkt bei dem Scheißdreck da, ey. Dann reißen die das Vorfach durch. Servus und herzlich willkommen zu unserem Abschlusstalk. Ja, so und schon, wie wir es ja zwischendrin mal so ein bisschen thematisiert haben, ein hartes Himmelfahrtskommando gewesen teilweise. Also natürlich auch der Sache geschuldet, dass hier Hauptsaison ist und alles voller Leute und überall ist irgendwas. Also Ruhe hatten wir keine, geschlafen haben wir wenig. Nachts Festival auf der anderen Seite in Samadi, man hört es ja hier jetzt im Nebenton. Der Bass ging bis 5 Uhr morgens, bis es hell war. Dann hat der DJ um 4:30 hat er nochmal so richtig aufgeschoben. Da hat er alle Schieber nach oben gemacht und hat mal kurz das Schnarchen von unserem Mitangler hier eingeblendet. Und dann ist da drüben erst nochmal Eskalation gewesen. Alle haben hart gefeiert und dann ging es nochmal in die zweite Runde. Um das Video jetzt auch ein bisschen natürlich aufzupeppen mit Infos, weil es natürlich auch viele interessiert, was machen die denn da? Warum hocken die denn da auf diesem komischen Platz? Und warum geben die sich so hart? Unser Ziel ist es gewesen, oder mein Ziel war es, einfach ein geiles Video zu machen. So mit allem drum und dran, so belebt. Angeln ist ja für viele so dieses Thema. Ich sitze alleine im Wald, habe meine Ruhe, alles ist still, keiner stört und fange meine Fische. Wir haben es jetzt genau andersrum gemacht. Wir setzen uns mitten ins Menschenleben. 60.000 Hektar um uns rum, ein Riesensee voll mit Fisch, aber auch voll mit Leuten. Und diese ganzen Eindrücke, die sich ja hoffentlich in dem Video jetzt auch wiedergespiegelt haben, sind ja das, was es am Ende auch ein bisschen sehenswert macht. Also diese Abwechslung aus Big Fish Pool, aus Waldsitzerei, aber auch aus belebter Großstadt oder Touristenmetropole oder wie man es nennen soll. Das ist das, was ja auch in diesem Video drinstecken. Wo ich hoffe, dass es drin steckt und dass das ein bisschen rausgearbeitet wird. Was natürlich auch so ein besonderes Thema ist, ist diese Fischgröße hier. Die großen Fische gibt es hier mit Sicherheit. Aber es ist einfach unglaublich schwer, da dran zu kommen. Also wir haben jetzt schon wieder diese Problematik mit dieser Strömung. Wir haben die Muscheln da draußen. Du hast einen guten Take, der läuft, dann reißt er ab. Alles weg. Und so addiert sich eine Katastrophe mit der nächsten. Und am Ende fährt man halt heim und denkt sich, war es das für die Fische wert? Oder war es das jetzt wert wegen diesen ganzen Storys, die sich daraus ergeben? Diese Geschichten, diese Anekdoten, die im Kopf bleiben. Das werden wir uns in 20 Jahren noch erzählen. Da weißt du, wo der hier Nebenluft durch die Socken gezogen hat beim Schnarchen. Das war so laut, Alter, das habe ich da vorne 30 Meter weg noch gehört und konnte nicht schlafen. Der hat Schnarchaussetzer gehabt von einer halben Minute. Der war irritativ. Völlig verrückt. Dann die ganzen Weiber hier mit ihren Bikinis um uns rum, wie auf der Insel hier. Ja, auf jeden Fall war echt eine coole Nummer. Wir haben jetzt, ist jetzt der letzte Abend, wir haben jetzt noch eine Nacht zu fischen. Morgen früh, denken wir, sind wir um 7 wach, weil hier die ersten um 5 rumspringen werden und bämbeln und labern und lachen und machen und irgendwas. Und dann geht's nach Hause. 900 Kilometer zurück mit dem ganzen Kopf voller Erlebnisse. Die auch alle nicht so schlecht waren, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Ne? Ich fand's super. Also wir haben wirklich uns am Anfang schwer getan, überhaupt die Angel ins Wasser zu kriegen und dann überhaupt einen Fisch ans Band zu kriegen. Wir haben ja nichts gefangen. Eine Nacht nicht geangelt, ja. Dann zwei Nächte gar nichts gefangen, dann einen Tag lang nichts gefangen und dann war auf einmal hier so ein bisschen Platz und man konnte die Routen besser legen. Und dann kam das so und jetzt haben wir halt gestern und heute regelmäßig Fisch gefangen, fangen bestimmt auch noch was. Aber bis morgen früh, aber das Ganze drumherum, warum
man das macht, ich kann das nur mal empfehlen. Also mir hat es Spaß gemacht. Macht es noch Spaß. Vor allem das Witzige ist, ich glaube, einen haben wir gewogen. Der hat 11,5 Kilo gehabt, Alter. Weißt du, was ich meine? Junge, 11,5 Kilo, das ist 23 Pfund. Das fange ich an meinen und denke mir, Mann, musst du mich wecken. Hier haben wir hier wild gemacht und getan und gekeschert und gewogen und haben Fotos und gefilmt und haben uns gefreut. Es war eigentlich scheißegal, wie schwer der Fisch war. Ja. Es war einfach mal scheißegal. Und das ist, glaube ich, auch geil. Wenn die ganze andere Sache stimmt und die Musik da drüben schon wieder immer lauter wird, dann ist es so, egal wie schwer der Fisch ist, das ist was, was man für immer im Kopf hat. Die Bilder bleiben, die Fotos werden bleiben. Wir werden uns immer an diese Sitzkarawane hier erinnern, wo wir den Schatten vom Sendemast genutzt haben und im Kreis im Uhrzeigersinn rumgemoved sind mit der ganzen Mannschaft. Total bekloppt auf so einer Alcatraz-Insel hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß so ein bisschen mit dem Video und verzeiht uns die Fischgrößen. Aber wir haben wirklich also Farbe gekriegt, ne? Wenn wir in Marokko gewesen wären. Und war geil. Wir werden noch ein bisschen was filmen, wenn noch was läuft. Ein paar Fische gibt es vielleicht noch, wenn wir noch was fangen heute Nacht. Wenn nicht, morgen geht's nach Hause. Dann sind wir raus. Genießt die Zeit. Geht auch mal an eure Grenzen. Macht was anderes als die anderen. Scheißt auf Fischgewichte. Nicht immer, aber ab und zu mal. Wir sind raus. Ich wünsche euch was. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao. Gerade eingeschlafen hier. Nachher gelummert. Hat gebissen. Ballatonbuhle hat gebissen. Gefühlte 6 Kilo und deshalb reicht jetzt. Irgendwann ist genug mit 6 Kilo Fischen. Da ist auch beim Faller die Laune weg. Ciao.